Der SummerSlam 2020 ist vorbei. You'll never see it coming, lautete die Tagline, die in dieser Nacht häufiger gefallen ist als die Berliner Mauer im ZDF. Kommentator Tom Phillips bekam von Vince McMahon sogar höchstpersönlich einen Fleißaufkleber, weil er uns die magischen Worte mitten in Drew McIntyres großem Moment der Titelverteidigung in den Frontallappen gefräst hat. Schauen wir mal in diesem Video, was der SummerSlam noch so gebracht hat, was wir niemals hätten kommen sehen, aber dann doch gesehen haben. Let's go. Wir fangen mit dem Offensichtlichen natürlich an. Wreck everyone and leave. Richte jeden zugrunde und verzieh dich. Was wie die WWE-Politik in Bezug auf aufstrebende Konkurrenz-Promotions klingt, ist in Wahrheit der neue Trikotsponsor vom frisch comebackten Roman Reigns. Der Big Dog ist zurück und hat sich gleich mal ein paar brandneue wasserstoffgebleichte Zähne aufperlen lassen, für die Stefan Raab wahrscheinlich ohne zu zögern aus dem Ruhestand zurückgekommen wäre. Ein halbes Jahr hat der Fiend zum Wiederaufbau gebraucht, jetzt genügte ein Spear von Roman Reigns, wofür Goldberg noch 4 Stück und ein ganzes Match gebraucht hat. Der zweite Spear war dann nur noch dafür da, dass Michael Cole sich nochmal ordentlich die Kehle aus dem Leib schreien konnte. Freuen wir uns, dass Roman Reigns zurück ist, das ist auch bitter nötig, aber was hat Bray Wyatt eigentlich in diesem Leben falsch gemacht und auch in sämtlichen Parallelwelten, in denen er sich je nach Hormonspiegel aufhält? Warum hat Braun Strowman in dem Match überhaupt den Handwerker gespielt und den Ring auseinandergenommen, wo er doch einfach mit dem Fiend raus auf die Straße hätte gehen können? Das war ein Streetfight, aber eigentlich war es kein Streetfight, das hat ja bei WWE auch keine Bedeutung, diese Bezeichnung. Und wo war eigentlich Alexa Bliss? Die hat der Fiend wohl daheim im Funhouse vergessen, vielleicht hat sie auch einfach kurzfristig noch einen Termin beim Kieferorthopäden von Roman Reigns gekriegt, wieso eigentlich nicht? Und warum Otis nach der Reignschen Zerlegung des Fiends keinen Bock auf Eincashen hatte, das erklärt er uns wahrscheinlich irgendwann auf Facebook Live. Wobei Otis wahrscheinlich einfach bei der privaten Party mit Mandy Rose war, die zwar weder einen Tisch aufstellen noch den Caterpillar so richtig kann, aber erfolgreich Sonya Deville für immer aus der WWE herauswerfen konnte. Weitaus wichtiger ist aber, dass sich die WWE mal getraut hat, eine waschechte Midcard-Fehde in der Women's Division durchzuziehen und mit einem SummerSlam-Match zu krönen. Die ganz größte Überraschung der Nacht war dann aber natürlich eindeutig der von Tom Phillips verhunzte Backslide von Drew McIntyre an Randall Keith, you'll never see it coming. Wobei das ja eigentlich gar nicht stimmt, weil entweder nehmen wir das Geschehen jetzt hier im Ring mal für wahr und dann sehen wir nie irgendwas kommen, oder wir sind die schlauen Marks, die wissen, dass die WWE hier etwas Unerwartetes einbaut und sind auch nicht überrascht. Was wir aber tatsächlich nicht kommen sehen haben und wo Tom Phillips seinen Spruch auch echt hätte ablassen können, das ist, dass Drew McIntyre in diesem Match mehr Blut im Auge hatte als Rey Mysterio in den letzten 3 Monaten WWE zusammen. Insgesamt war das eine durchaus überzeugende Nacht, ein paar Besonderheiten. Sasha Banks hat bei 5 Titelregentschaften immer noch keine einzige erfolgreiche Verteidigung. Die Bayern haben die Champions League geholt. Rey Mysterio hat vor 18 Jahren sein Debüt beim SummerSlam genauso verloren wie Dominik 2020. Ist natürlich doof, wenn die Kendo-Stick-Wunden gerade abgeheilt sind und Seth Rollins keine Gnade kennt. Willkommen im professionellen Wrestling, also da, wo Nia Jax gerne hinkäme. Wie hat euch der SummerSlam gefallen und was haltet ihr vom Thunderdome, der hier in meinen Augen die Atmosphäre durchaus aufgewertet hat? Ich meine, es sind halt Sounds aus der Konserve, aber die ganzen LED-Screens, das wirkt halt alles von der Hallenatmosphäre deutlich besser, finde ich. Wenn das Match dann mal langweilig wird, dann können wir sogar ein paar witzige Sachen suchen hier auf den Screens, können sogar Memory spielen, also das ist doch die neue WWE-Experience. Aber um wirklich nochmal ein paar Worte zum SummerSlam zu sagen, ohne die hier wieder ins Lächerliche zu ziehen, war eine gute Show, fand ich, 7 von 10 und gerade der Thunderdome hat eben die Atmosphäre aufwerten können. Match des Abends war McIntyre gegen Orton, da könnte man 4 Sterne geben, wenn man Sterne geben will. Das Reigns Comeback natürlich auch ein großes Highlight und das kann tatsächlich jetzt auf die nächsten Wochen gesehen sehr, sehr gut werden, beziehungsweise einfach nochmal mehr Star Power reinbringen. Und die Phrase, you'll never see it coming, bitte nie wieder sagen. Ciao, ciao.